Protest gegen Abriss. Die Mieterinitiative Stuttgart kämpft um den Erhalt von Personalwohnungen des städtischen Klinikums im Priesnitzweg. Schulwechsel nach Kündigung. Die angehende Pflegerin Nancy kann ihre Ausbildung an einer anderen Schule fortsetzen und nimmt dafür einige Nachteile in Kauf. Und Vorbilder als Trainer. Bei der SG BBM Bietigheim kümmern sich die Bundesligaspieler um den Nachwuchs. Und damit herzlich willkommen zum Journal hier bei RegioTV. Ende 2017 hat die städtische Wohnungsbautochter SWSG einige Personalwohnungen vom städtischen Klinikum übernommen. Unter anderem auch in Bad Cannstatt im Priesnitzweg. Jetzt sollen die noch in diesem Jahr abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Viele Mitarbeiter des Klinikums würden dadurch ihre Wohnung verlieren. Wir haben mit einem Bewohner gesprochen. Ja, zunächst habe ich mir erstmal gefragt, wohin? Robert Belz ist verzweifelt. Seit 3,5 Jahren wohnt der Krankenpfleger im Priesnitzweg, jetzt soll er raus. Die Kündigung hat er von der städtischen Wohnungsbautochter SWSG bereits für Ende Juni 2019 bekommen. Da kriegt man Druck von oben im Prinzip und Druck von unten noch vom Wohnungsmarkt. Und in der Mitte befindet man sich dann und fühlt sich so ein bisschen auch erdrückt und manche mit Sicherheit auch alleine gelassen. Druck von oben heißt von der SWSG. Einigen der knapp 400 Bewohner soll auch schon mit Räumungsklagen gedroht worden sein. Das möchten die sich aber nicht gefallen lassen. Unterstützung erhalten sie vom Architekten Kai Lanziner. Für ihn sind die Gebäude trotz einiger Mängel durchaus zu retten. Das, was hier zu machen ist, das kriegst du über eine Sanierung abbrechen. Also warum abreißen, wenn die Substanz noch zu erhalten ist? Das können die Bewohner der rund 360 Wohnungen einfach nicht verstehen. Und zumindest bei einem im Aufsichtsrat der SWSG stoßen sie damit auf ein offenes Ohr. Also ich habe mich mit der Sache jetzt ein weiteres Mal beschäftigt und komme inzwischen zu dem Ergebnis, dass die Entscheidung, die der Gemeinderat und auch der Aufsichtsrat der SWSG gefällt hat, diese Wohnheime abzureißen, falsch ist. Vor allem auch in Bezug auf den Personalmangel im Klinikum. Dort sind jetzt schon zahlreiche Planstellen nicht besetzt. Der Wegfall von bezahlbaren Personalwohnungen würde die Situation eher noch verschärfen. Deshalb trete ich dafür ein, dass dieser Beschluss, diese Wohnheime abzubrechen, neu zu bauen, neu diskutiert wird, dass die ganze Sache neu aufgerollt wird und werden einen entsprechenden Antrag im Aufsichtsrat der SWSG stellen. Für Robert und die anderen Pflegekräfte im Priesnitzweg sind diese Worte zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer. Aber das große Zittern vor der drohenden Wohnungslosigkeit wird wohl erst dann verschwinden, wenn die SWSG die Abrisspläne auch endgültig in die Tonne wirft. Im vergangenen Jahr haben wir über eine Pflegeauszubildende berichtet, der aus nicht nachvollziehbaren Gründen von der Berufsschule gekündigt wurde. Dieser Beitrag hat doch für jede Menge Aufsehen gesorgt. Nun hat Nancy die Schule gewechselt und kann die Ausbildung doch fortsetzen. Daniel Haug hat sie noch einmal getroffen und über die neue Situation mit ihr gesprochen. Ja, blöd. Was mache ich jetzt? Muss ich jetzt in eine andere Schule? Ist das überhaupt möglich? Kann ich jetzt die Ausbildung vergessen, wenn es ganz blöd läuft? Ja, das war halt scheiß Situation für mich in dem Moment. Vergangenen Herbst ist Nancy Lausberg am Boden zerstört. Eigentlich will sie nur Altenpflegerin werden, findet Betrieb und Schule in Geislingen. Doch keine 2 Monate nach Ausbildungsbeginn kündigt die Schule den Kooperationsvertrag mit dem Pflegedienst. Sie sieht dort keine ausreichenden Voraussetzungen für eine Ausbildung. Nancy muss sich einen neuen Ausbildungsbetrieb suchen oder die Schule verlassen. Bis hierher haben wir im Oktober berichtet. Doch es kommt noch schlimmer. Trotz 6-monatiger Kündigungsfrist macht die Schule Druck. Sie kündigt an, dass Nancy nach den Weihnachtsferien nicht mehr kommen darf, wenn sie sich keine andere Einrichtung sucht. Das kommt für die 23-Jährige nicht in Frage. Ich möchte halt mit den Menschen was erleben. Ich möchte Zeit für die haben und nicht Fließbandarbeit. Und das habe ich halt hier gefunden und das möchte ich auch nicht mehr hergeben. Deshalb suchen Nancy und ihr Chef nach Alternativen und nehmen Kontakt zu einer privaten Pflegeschule in Göppingen auf. Die Schulleitung war sehr offen, ist mit uns alle Punkte durchgegangen und sie hat sich eigentlich totgelacht, weil sie das einfach komplett falsch sieht. Beziehungsweise die Schule sieht es falsch. Für die Schule in Geislingen ist es ein großes Problem, dass es sich beim Ausbildungsbetrieb um einen Intensivpflegedienst handelt. Dadurch können aus ihrer Sicht einige Punkte im Ausbildungsplan nicht erfüllt werden. Die Schule in Göppingen dagegen sieht die Ausbildung in der Intensivpflege eher als Vorteil. Wo wir dann halt das Gespräch hatten, dann hieß es halt zu mir, ja, ich kann mich noch ein paar Tage, kann ich noch drüber schlafen und
Ja, ich habe mir aber in dem Moment gedacht, eigentlich habe ich jetzt nicht wirklich eine große Wahl. Und da die jetzt so nett und alles so zu mir waren, habe ich gesagt, komm, Vertrag her und ich bleibe hier. Fertig. So wechselt Nancy zu Jahresbeginn an die Schule nach Göppingen. Dafür nimmt sie eine längere Anfahrt und höhere Fahrtkosten in Kauf. Außerdem muss sie einiges an Lernstoff nachholen. Für Bürzle ist die Sache damit aber keinesfalls erledigt. Er möchte weiter mit der Geislinger Schule kooperieren, um seine Auszubildenden direkt vor Ort zur Schule schicken zu können. Dafür hat er sich auch an das Regierungspräsidium gewandt. Wir haben ja jetzt auch mit dem letzten Dokument, was wir ans Regierungspräsidium geschickt haben, nochmal den kompletten Ausbildungsrahmenplan mitgeschickt. Mit Notizen, wie wir das umsetzen. Einfach nochmal, sag mal, für die Bürokraten, die einfach nicht an der Basis arbeiten, dass die wissen, wo der Hase läuft. Seit knapp 2 Monaten wartet Bürzle vergeblich auf eine Antwort. In einer Stellungnahme, die uns vorliegt, geht das Regierungspräsidium ebenfalls nicht auf diese Nachbesserungen ein, sondern verweist auf die rechtmäßige Kündigung des Kooperationsvertrags. Ein schnelles Ende der Geschichte ist somit wohl nicht in Sicht. Angesichts der Tatsache, dass die Bundesregierung die Zahl der Ausbildungsstellen im Pflegebereich in den nächsten 4 Jahren um 10% erhöhen will, ist diese Geschichte doch schwer nachzuvollziehen. Nun aber zu weiteren Meldungen im Überblick, und dabei geht es unter anderem um den Einsatz von Kameras bei der Polizei. Mit diesen kleinen Kameras wird die Polizei im Land technisch aufgerüstet. Innenminister Thomas Strobel hat heute die ersten der sogenannten Bodycams an die Stuttgarter Polizei übergeben. Insgesamt stellt das Land zunächst 1.350 Stück davon den Polizeirevieren landesweit zur Verfügung. Bis zum Sommer soll so jede Polizeistreife in Baden-Württemberg mit einer Bodycam ausgestattet sein. Sie soll helfen, das Aggressionspotenzial bei Kontrollen zu senken und Polizeieinsätze besser dokumentieren. Neueste Ideen und Innovationen sind heute beim Summit-Startup Baden-Württemberg vorgestellt worden. Rund 5000 Gründer und Investoren haben sich beim Gipfeltreffen auf der Landesmesse Stuttgart ausgetauscht. Knapp 400 internationale Startups nutzen die Chance, ihre Idee zu präsentieren, darunter auch einige Stuttgarter Gründer. Startup BW ist eine Initiative der Landesregierung mit dem Ziel, Baden-Württemberg als Startup-Region europaweit fest zu etablieren. Jetzt ist es offiziell. Die Stuttgart fliegt ab heute durch die Welt. Auf den Namen wurde heute Morgen am Flughafen Stuttgart diese Maschine feierlich getauft. Der Airbus A320 gehört der österreichischen Fluglinie Lauda Motion. Mit der Taufe feiert die Gesellschaft auch den Ausbau ihres Streckennetzes. Ab sofort fliegt sie von hier aus auch Wien an und erweitert ihre Flugverbindungen am Standort Stuttgart auf 19 insgesamt. Herzlich willkommen zurück. Seit Mittwoch haben wir auf den Handballsport und die hoffentlich positiven Auswirkungen der Weltmeisterschaft geblickt. Immer wieder sind dabei die Begriffe Nachhaltigkeit und Jugendarbeit gefallen. Zum Abschluss dieser Serie geht es heute zur D-Jugend der SG BBM Bietigheim. Auch dort grassiert natürlich das Handballfieber, aber nicht nur dieses. Sammelfieber bei der D-Jugend der SG BBM Bietigheim. Die Handballstars sind bei ihnen heiß begehrt. Wer sind schon Messi oder Ronaldo, wenn es doch auch im Handball echte Stars gibt? Uwe Gensheimer. Mein Lieblingsspieler ist Mikkel Hansen. Mein Lieblingsspieler ist Jonas Link. Uwe Gensheimer. Uwe Gensheimer. Mein Lieblingsspieler ist Nikola Karabatic. Janik Kohlbacher. Mein Lieblingsspieler ist Uwe Gensheimer. Mikkel Hansen. Mein Lieblingsspiel, also Uwe Gensheim, Mikkel Hansen, Max Emanuel. Namen, die für Max Emanuel nichts Besonderes sind. Woche für Woche spielt er gegen einige dieser WM-Helden in der Handball-Bundesliga, die wohl nach wie vor die stärkste Handballliga der Welt ist. Max, der bei der SG im rechten Rückraum spielt, ist im Verein auch Trainer der D-Jugend und dient den Jungs auch selbst als Vorbild. Der 23-Jährige wurde nämlich schon U18 und U20 Europameister, gewann mit der U19 und U21 jeweils WM-Bronze. Wir können einfach unsere Erfahrungen, die wir sammeln, können wir einfach den Jungs weitergeben. Und ist egal, wie alt die sind, also ob es Techniken sind, vom Fangen, Passen bis hin irgendwann später in der A-Jugend zu taktischen Feinheiten, wo mache ich den letzten Schritt hin oder was kann ich für einen Ansperr im Kreis machen. Da können wir denen einfach Tipps geben und helfen denen da so gut wir können. Insgesamt 10 Spieler aus dem aktuellen Bundesliga-Kader trainieren die Bietigheimer Nachwuchsteams, von der D2 bis hoch zur B2.
Ein Konzept, das auf beiden Seiten super ankommt. Also die Jungs, die sind trotzdem Kinder, Jungs halt, die sind frech, aber das macht ja Spaß, die sollen sich auch nicht verstellen. Ja, also man merkt das schon, dass wenn man was sagt, dass die Jungs zuhören, die sind wissbegierig und ja, die fragen einen dann halt nach irgendwelchen Tricks, die die irgendwo im Fernsehen gesehen haben, die sie von ihrem Trainer nicht gezeigt kriegen. Aber ich meine, Uwe Gensheimer, den können wir auch nicht nachmachen, ne? Die Bundesliga-Clubs als Leuchttürme mit einer überregionalen Strahlkraft können natürlich dazu beitragen, dass noch mehr Kinder den Weg zum Handball finden. Schulbesuche, Grundschulliga oder eben das Training mit Profis können motivierend dazu beitragen. Unsere Miniserie hat gezeigt, die Region ist auf eine positive Zukunft des Handballsports vorbereitet. Jetzt zählt es weiter, Taten folgen zu lassen. Schauen wir mal, ob und welche jungen Talente da jetzt im Handball nachkommen. Damit dürfen wir uns auch für diese Woche von Ihnen verabschieden. Am Wochenende sind wir dann mit dem Wochenrückblick für Sie da. Aber jetzt noch schnell den Blick aufs Wetter. Ich wünsche Ihnen schon mal einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut. Guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Zum Start in das Wochenende haben wir es mit vielen Wolken zu tun. Die bringen uns Regen nach Nordosten, auch Schnee. Freundlich wird es lediglich an den Alpen. Hier ist es föhnig, da gibt es am ehesten Sonnenschein. Und die Temperaturen sind mit dieser südlichen Strömung ziemlich mild. Es werden Höchstwerte von bis zu 7 Grad erzielt. Am Oberrhein sind sogar bis zu 9 Grad möglich. Auch im Großraum Stuttgart bleibt es häufig trüb und stark bewölkt. Ein Mix aus Regen und Schnee stellt sich ein. Am Nachmittag wird es dann so langsam trockener, das bei Höchstwerten zwischen 3 und 6 Grad. Am Sonntag ist es dann auch weiterhin trüb. Wir sehen die Sonne eher selten. Es können auch ein paar Schneeflocken mit dabei sein und es ist wieder deutlich frischer. Mehr als 2 Grad sind nicht möglich. Aber zu Beginn in der neuen Woche gibt es wieder mehr Sonnenschein und die Temperaturen steigen.